Hallo meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie jetzt ganz exklusiv hier beim Hessischen Film- und Kinopreis 2021 im Livestream. Ich habe trotzdem, lieber Herr Everin, ein ganz komisches Gefühl, als wäre ich gleich wie Kapitänin Kirk ins All katapultiert. Warum denn das, Frau Schäfer? Na, fällt Ihnen denn nichts auf, dass wir beide moderieren? Wir sind alt und wir sind weiß. Ja, wir sind die Boomer. Wir sind die Boomer. Wir haben doch alles versaut für Fridays for Future. Wir sind geflogen, wir haben uns Autos gekauft und jetzt sehen wir aus wie ein Ehepaar im Zoom-Dinner im Lockdown. Ja, aber wir sind die Randgruppe der Zukunft. Aber Sie sind ein Mann auch noch. Ja, dennoch. Der Hessische Filmpreis ist so divers, da können sogar SeniorInnen moderieren. Ja, das ist und wir haben ein Gewinnspiel. Ein Publikumspreis haben wir. Dafür muss man eigentlich gar nicht viel machen. Man muss auf die Homepage gehen und was kann man gewinnen? Naja, man ist VIP. Das ist ja beim Hessischen Film- und Kinopreis 22 ist man im VIP-Bereich. Man kann mit dem Shuttle abgeholt werden. Man kann mit jemand Fremdes übernachten in einem tollen Suite. Und man bekommt den roten, goldenen Hessischen Löwenpreis. Ja. Und man muss eigentlich nur mal richtig wach sein, Hirn anschalten und aufmerksam sein jetzt, denn wir blenden das Lösungswort immer wieder ein und dann muss man auf die Homepage gehen, auf das Gewinnspiel und natürlich, klar, Kontaktdaten abgeben. Ne? Kontaktdaten, kurz mal nicht Lösungswort chatten. Eintragen und gewinnen. Ja. Aber was machen wir jetzt? Also nicht ins All. Nee, ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Ja, raus auf den Boden der Tatsachen. Auf die echte Bühne. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Hessischen Film- und Kinopreis. Begrüßen Sie Ihre Moderation, Bärbel Schäfer und Rainer Everin. Meine Damen und Herren, hier im Kapitol in Offenbach. Schön, oder? Ja, es ist unglaublich, vor echten Menschen zu sitzen. Ich glaube, es sind fast alle echt. Also ein paar sind aus Offenbach, aber der Rest ist echt. Der Rest ist echt. Wir freuen uns, heute die Gewinner und die Gewinnerinnen zu feiern in 10 Kategorien. Und bitte begrüßen Sie mit uns die Gastgeberin des heutigen Abends, die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn. Hallo, liebe Frau Dorn. Grüße. Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir freuen uns wieder vor echten Menschen tatsächlich moderieren zu dürfen und Sie sich wahrscheinlich auch. Ja, es ist wundervoll, nach wirklich knapp 2 harten Jahren wieder so etwas veranstalten zu können, den Film gemeinsam zu feiern. Und ich glaube, in dieser Corona-Zeit haben ganz viele Menschen draußen gemerkt, dass Kultur eben nicht nur ein Sahnehäubchen in guten Zeiten ist, sondern existenzieller Bestandteil unseres Lebens. Und insofern ist, glaube ich, heute ein Abend, um genau das zu leben. Genau, aber viel Freude war eben auch tatsächlich nicht da. Es hat in die Filmszene ganz tiefe Wunden geschlagen. Wie sehen Sie denn momentan die Lage für Film und Kino in Hessen? Ja, tatsächlich waren das, glaube ich, die härtesten 2 Jahre seit der Bundesrepublik für die Filmbranche. Es war extrem. Wir haben als Landesregierung uns enorm angestrengt zu unterstützen, angefangen von Sonderprogrammen für die Kinos, für Spielstätten, über Stipendien für Kulturschaffende, über die Frage der Ausfallversicherung für Drehs und jetzt im Sommer, was ja großartig lief ins Freie und die Open-Air-Kinos. Also da ist ganz vieles passiert. Aber es ist natürlich jetzt so, jetzt muss es wieder losgehen. Und ich bin froh, dass wir jetzt auch 2 Punkte aus dem Koalitionsvertrag erfüllen können, mit, wenn der Hessische Landtag zustimmt, von dem ich ausgehe, dass wir endlich es geschafft haben, die Bürgschaftsmittel in echte Haushaltsmittel umzuwandeln. Das war ja immer ein Nachteil unseres Filmlands, das haben wir jetzt abgeschafft. Mhm. Wir haben die Verdoppelung der Filmförderung bei den Filmfestivals geschafft. Also wir gehen wirklich ins kommende Jahr mit nochmal richtig Power rein. Und ich finde, das sieht man, Hessen ist ein starkes Filmland und genau das leben wir. Also man merkt schon, Sie sind eine Mutmacherin. Sie haben viel auch finanziell im Rucksack tatsächlich auch gehabt. Aber um dieses Filmland Hessen eben tatsächlich zum Leuchten zu bringen, brauchen wir auch den Nachwuchs. Wir brauchen den kreativen Nachwuchs. Das ist etwas, worauf Sie, Frau Dorn, dann doch immer wieder auch einen ganz besonderen Fokus haben. Ja, absolut. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, was wir in Hessen auch einfach, wir haben einen wahnsinnig starken Nachwuchs und da legen wir jetzt auch einen besonderen Fokus drauf. Ganz herzlichen Dank da an Anna Schöppe, die wirklich mit ihrer Expertise und mit ihrer großen Leidenschaft genau diesen Bereich so voranbringt. Und ich glaube, dass wir da wirklich so eine Art Unique Selling Point
in Hessen haben, dass wir genau da auch einen Fokus drauf legen. Und dazu gehört dann auch der Nachwuchspreis. Genau, das ist ein Preis, den Sie seit 5 Jahren eben auch mit vergeben, hier auf dem Preis, den wir heute eben auch vergeben, Hessischer Film- und Kinopreis. Das ist eben das Ausstellungsmerkmal dann tatsächlich, die Preisvergabe heute. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen mein Preis. Ich freue mich auch jedes Jahr, ihn verleihen zu dürfen. Und ich freue mich auch ganz besonders dieses Jahr, ihn verleihen zu dürfen. Nichts verraten. Vorsichtig, Vorsichtig, wir dürfen da nichts verraten. Ja. Ne? Denn Preisträger und Preisträgerinnen sitzen ja noch im Publikum. Ja. Und ansonsten freuen wir uns auf einen schönen Abend und ich glaube, wir können anfangen mit der ersten Kategorie. Was so meinen Sie? Wir's. Mir hat man eigentlich gesagt, ich bin die Einzige mit einer Lederhose auf der Bühne, aber das ich oh, sehe, das sieht sehr toll aus. Wir haben es abgeschickt. Liebe Frau Dorn, erste Kategorie des heutigen Abends ist Bester Newcomer 2020. Und was macht ein Newcomer, was macht ein Talent aus? Jemand, der sich einen Raum nimmt und diesen kreativen Raum eben mutig und angstfrei bespielt. Und da können wir bei Mut und angstfreies Handeln, lieber Herr Everin, eigentlich nur da zu bin Ihnen ich, schauen. Ich bin raus. Dann sind, da sind bin Sie ich schon raus. Mal raus. Nein, da sind Sie drin. Da bin ich drin, genau. Aber ich freue mich, die Laudatorin, die all das noch mitbringt, zu begrüßen. Brenda Lean, bitte. Frau Lien, Sie sind ja schon Preisträgerin des letzten Jahres. Sie haben gerade den B3 gewonnen. Nochmal, ist es auch richtig? Den Rotraut-Papa Award. Den Rotraut-Papa Award, genau, ganz, ganz wichtig. Wie ging es Ihnen denn in der Krise? Schlecht. Ich war sehr depressiv und ich war sehr broke. Ja. Aber ja, ich habe gelernt, mit einem sehr, sehr kleinen Budget umzugehen und ich werde sicherlich noch viel davon mitnehmen in meinem Leben. Ja, wir waren alle ja irgendwie eingefroren, aber wie kommt man da raus? Hat man da irgendwie, hat ja die Förderung helfen können, hat da das Umfeld helfen können, hat da eine Inspiration helfen können? Also ich habe ja an meinem Diplom gearbeitet und deswegen hatte ich gar nicht so diese langweilige Lockdown-Zeit oder sowas, sondern ja, es war eher so ein Hustle. Und ja, dann habe ich ja letztes Jahr den Newcomer-Preis bekommen, der hat sehr gut geholfen als Geldspritze, also ja, danke nochmal dafür. Und, Nein, wirklich. Aber ja, ja, ich meine... Dafür ist er da. Ja, es war natürlich auch spannend. Ja. Ja, interesting. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Nominierten für den Newcomer-Preis des Hessischen Film- und Kinopreises 2021. Bitte. Ничего сделать, что об этом не тоже сквозь строй, те же стенки. Also ich freue mich, verkünden zu dürfen, der Newcomer-Preis von diesem Jahr geht an Alexej Paluyan. 2019 erhielt Alexej Paluyan den Hessischen Filmpreis in der Kategorie Kurzfilm für seinen Film See der Freude. Doch nicht nur deswegen wird er heute mit dem Newcomer-Preis ausgezeichnet. Die Jury findet es bemerkenswert, dass er immer wieder gesellschaftlich relevante Themen aufgreift und in seinen Werken mit überzeugendem Storytelling und besonderen Bildern verfilmt. Sein aktueller Dokumentarfilm Courage wurde dieses Jahr nicht nur zur Berlinale eingeladen, er ist auch sein Abschlussfilm und zugleich sein erster Langfilm.
Alexej Paluyan hat einen mutigen Film über sein Heimatland Belarus geschaffen, der den aktuellen Protest der Menschen gegen Machthaber Lukaschenka dokumentiert. Courage beginnt als sehr persönliches Porträt dreier belarussischer KünstlerInnen und wird dann zu einem gesamtgesellschaftlichen Zeitdokument, das mit der Frage endet, was Kunst und Kultur in einer Diktatur bewirken kann. Meiner Meinung nach schwingt auch die Frage mit, wem dient Polizei und Militär wirklich? Ein Thema, mit dem wir in Deutschland uns ebenfalls befassen müssen. Ich kann der Jury nur zustimmen, wenn sie sagt, dass mit Alexej Paluyan nicht nur ein vielversprechendes Nachwuchstalent ausgezeichnet wird, das sich gerade als Regisseur in der internationalen Festivalszene profiliert. Die Jury sagt auch, wir zeichnen auch eine bemerkenswerte Persönlichkeit aus. Der Hessische Filmpreis in der Kategorie Newcomer geht an Alexej Paluyan. Herzlichen Glückwunsch, bleib kämpferisch und join us on stage, please. Sehr geehrte Frau Dorn, sehr geehrter Jury, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Auszeichnung. Ich freue mich besonders, dass ich diese Auszeichnung in Hessen bekomme, da ich immer Stadt Kassel und Land Hessen für einen Mittelpunkt meiner künstlerischen Schaffens sehe und werde sehen. Ich möchte mich bedanken bei meinem wunderschönen Team. Es ist Produzent Herr Möllenkamp, der Partner Görge Bescheschwili und Kater und auch Regisseur Behrus Karamisade, bei meiner Frau, bei meiner Familie und besonders bei meinen Protagonisten und bei unglaublich mutiger Kamerafrau, die immer noch in Belarus ist. Wie Sie wissen, gerade herrscht eine unfassbar schwierige politische Krise in meiner Heimat. Die Künstler werden gefoltert, zum Berufsverbot verurteilt und teilweise auch aus dem Land rausgebracht. Es sind mittlerweile über 40.000 Menschen in Belarus im Gefängnis gewesen. Es sind mittlerweile 820 Menschen politische Gefangene. Und davon sind 79 Künstler, unsere Kollegen. Umso wichtiger finde ich, dass so ein wichtiges Thema auch hier in Hessen Unterstützung findet, auch international. Und ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, bevor ich diese meine Minute erzähle. Eine gute Freundin von mir wurde vor halbes Jahr festgenommen. Und sie kam in eine Frauenzelle, zu sehr leider bekannte Frauen. Darunter waren Menschenrechtsaktivisten, Journalisten. Und alle haben sie gefragt: Tanja, du bist doch frisch. Du kommst von der Straße. Und wir sitzen hier über 6, 7, 8 Monaten. Wir werden eigentlich diese 3, 5, 6 Straflager bekommen. Und das wissen wir. Und vielleicht sind wir sogar bereit, diese Jahre zu sitzen. Aber sag uns ehrlich, du bist doch frisch, kommst von der Straße. Lohnt sich das? Meine Freundin hat nicht geschafft, auf diese Frage eine Antwort zu geben. 10 Tage später wurde sie ganz plötzlich freigelassen, weil sie 5 Kinder zu Hause hatte. Als ich diese Geschichte hörte, habe ich verstanden, dass wir eigentlich, oder ich zumindest für mich verstanden, dass ich muss alles möglich machen, damit diese Menschen nie so eine Frage im belarussischen Gefängnis stellen werden. Ich mache jedes Screening von diesem Film eine Porträtaktion von all dieser Gefangenen, gerade in Belarus. Und heute habe ich mit Unterstützung von Hessischer Landesvertretung und Hessischem Ministerium für Kultur und Wissenschaft für euch
Postkarten vorbereiten. Es gibt nichts Wichtiges als ein Brief für diese Menschen, die gerade im Gefängnis sitzen. Das ist ungefähr doppelt so groß wie heutiger Zuschauerraum. Und beim Ausgang, er wird auch diese Postkarten bekommen. Da wird auch ein Ausführzettel mit Erklärung dabei sein. Und ich möchte euch bitten, wenn er 2 Minuten Zeit findet, einen Brief im Gefängnis zu schicken, würde ich Ihnen sehr, sehr dankbar sein. Danke euch und Живи Беларусь! Bester Newcomer Alexei Paluyan 2021. Und wir werden schreiben. Herzlichen Dank. Dankeschön, Brandonine. Danke. Dankeschön, Frau Dorn. Rainer, warum gehst du nach unten, Rainer? Hast du gesehen, wie Brenda das gemacht hat mit dem Handy? Wenn du deinen Code für dein Handy nicht immer vergessen, dann müssen wir auch nicht mehr solche Moderationskarten. Nein, ich habe auch eine Einladung bekommen. Ich wollte mal gucken, wer auf meinem Platz sitzt. Aber Frau Sevenich ist es nicht. Geht's gut? Oh nee. Geht's nicht gut. Es geht nochmal darum, ganz kurz klarzumachen, dass die Frau Sevenich, ihr geht's nicht so gut, aber ich hoffe, Ihnen da draußen geht's gut im Livestream. Weil es geht ja darum, wir haben ein Gewinnspiel, Sie können für das nächste Jahr, für 2022 VIP-Karten bekommen. Sie können mit dem VIP-Shuttle, alles was wir heute hatten, können Sie nächstes Jahr haben. Nur nicht den Filmpreis, den gibt es natürlich nur in Rot, aber immerhin. Sie müssen nur diese Bauchbinde beachten und sich einloggen. Muss man sonst noch was machen, Frau Schäfer? Nein, du wolltest noch vielleicht den nächsten Gast ankündigen? Nein, das ist ja die nächste Kategorie. Ach so. Die ist ganz wichtig. Wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie und zwar Dokumentarfilm. Begrüßen Sie mit mir die Laudatorin Lilo Mangelsdorf. Hallo Frau Mangelsdorf, ich grüße Sie. Ich würde die Kategorie Kurzfilm nennen, aber darüber können wir gleich noch mal etwas genauer reden. Kurzfilm. Wir kennen Sie als Produzentin, wir kennen Sie als Regisseurin, wir kennen Sie als Frau mit einer ganz genauen Beobachtungsgabe, nah an den Menschen mit der Filmkamera, aber eben jetzt auch mit der Fotokamera. Und an welchem Thema arbeiten Sie denn aktuell? Ich arbeite aktuell an 2 Fotobüchern und besonders das eine liegt mir am Herzen, das ist über die Rinde von Platanenbäumen. Die Rinde von Platanen, die werfen doch die Rinde ab, ja. Also keine Menschen. Sind Nein. Sie müde der Menschen? Ich finde diese Rinde, die ist wie abstrakte Kunstwerke. Und auch von der Farbigkeit und allem finde ich sie faszinierend und kein okay. Baum ist wie der andere. Also auf das Fotobuch bin ich gespannt. Wir freuen uns, dass Sie als Laudatorin der 2. Kategorie Kurzfilm hier sind und das sind die Nominierten. Die erste ist mir gut in Erinnerung geblieben. Es war eine Frau, blond, Mitte 20. Die stand zwischen Ahrensburg und Rahlstedt. Viele Kollegen sind danach nie wieder auf eine Lok gestiegen. Naja, wegen Angstzuständen und so. Für mich kam das nie in Frage. Das ist ein striktes Besuchsverbot. Niemand darf derzeit sein Zimmer verlassen. Wissen Sie was? Ich dachte mir, ich klaue heute Nacht ein Auto und dann Boyer-Rallye. Und bei der Gelegenheit ruiniere ich mir noch mein halbes Leben. Das trifft sich gut. Ich hätte Zeit. Ich wäre dabei. Eugen! Eugen!
Mehrmals, genauer 6-mal, musste er es erleben, wie sich Menschen vor seinen Zug geworfen haben, um sich das Leben zu nehmen. Wie geht man mit so einem Schicksal um? Wie verarbeitet man so eine Erfahrung? Und wie macht man einen Film damit? Die Regisseure haben sich klug für die Technik der Animation entschieden. Minimalistisch und in feinen Pinselstrichen, während eine Stimme in den Worten des Lokführers erzählt. In der Jurybegründung heißt es: ein mitreißender, emotionaler und gleichzeitig stiller Film über das Schicksal eines Mannes, der unfreiwillig mehrere Male mit dem Freitod von Menschen fertig werden muss. In nur 5 Minuten ziehen die Filmemacher die Zuschauer in Bann, gerade auch, weil sie nicht alles auserzählen und dem Zuschauer genug Raum lassen für eigene empathische Fantasie. Der Hessische Filmpreis in der Kategorie Kurzfilm geht an Der Lokführer von Christian Wittmoser und Zuniel Kim. Wir haben nur einen Preis. Glückwunsch. Für 3 jetzt. Entschuldigung. Bitteschön. Wer redet? Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Auch vielen Dank an die Jury. Wir freuen uns riesig für den Preis. Dankeschön. Und vielen Dank natürlich auch. Diesen Film haben wir natürlich nicht nur in diesem kleinen Team gemacht, sondern mit mehreren Menschen. Und wir möchten uns gerne bei dem Journalisten bedanken, der den Artikel geschrieben hat, bei Eckhard Gehm, und natürlich bei dem anonymen Lokführer, der ihm das Interview gegeben hat. Ohne die beiden wäre der Film natürlich nie zustande gekommen. Ja, dann kommen noch ein paar andere vom Team, die wollen auch erwähnt sein. Also vielen Dank auch an Dennis Stein-Schomburg, der heute nicht hier sein kann, und Martin Schmidt, unsere Produzenten, Martin ist da, von Raumkapsel Animation. Und wir haben Florian Maubach fürs Animatic, Elisabeth Zwimpfer für die Animation, Christoph Steinau, der dem Lokführer seine Stimme geliehen hat. Genau, und natürlich vielen Dank an die Hessenfilm, die das Projekt unterstützt hat über all die Jahre. Genau, vielen Dank. Dankeschön. 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 Gratulation. Danke sehr. Ja, lieber Everin, wir kommen zu etwas, wo ich immer das Gefühl habe, klar, ein Drehbuch ist der Nukleus eines jeden Films und trotzdem ist es ja so subjektiv, was ist gut, was ist nicht gut, welches Drehbuch wird genommen und welches nicht. Als Drehbuchautor, kennen Sie die Situation? Ich kenne das leere Blatt, vor dem man sitzt, mhm, und ich kenne den Satz, ohne Drehbuch kein Film, aber manchmal fällt einem auch nichts ein. Mhm. Aber dann beginnt die Arbeit und dann hat man diesen kleinen Zipfel und dann, ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, wenn man die abends ins Bett bringt, braucht man eine Geschichte. Und mhm, die schlafen dann ein, aber weil wir vielleicht auch eine Geschichte erzählen, wo jemand aufwacht oder wo jemand dabei bleibt, und wenn man sich in diesen Prozess reinbegibt. Und eben haben wir gerade gehört, es ist eine Teamarbeit und das klingt nach einer sehr einsamen Tätigkeit. Das ist erstmal einsam. Die Schönheit der ersten Fassung, die wird direkt gesprengt in dem Moment, wo man dann in den Kontext geht. In dem Moment, wo man bei einem Sender ist oder bei einem Produzenten ist. In dem Moment fängt jeder an, da seinen Input zu geben, und das ist auch richtig so. Das, okay, ist dann einfach, wird es eine Teamarbeit und dann wächst es und wächst es. Die erste Fassung hat man vielleicht 5, 7, 8, 9% der Arbeit geschafft und dann fängt die Arbeit an und dann fängt, wenn man Glück hat, die Freude an. Dann fängt Glück an. Also es gibt auch Hoffnung, ja? Natürlich, ja. Man hat so wunderbare Partner, auch in der Hessenfilm, auch im Hessischen Rundfunk, auch im ZDF, auch in den Sendern, mittlerweile Netflix, Streamer, Gott weiß was alles. Also wir sind zuversichtlich, wir stellen uns auf, wir sind mutig, wir fordern unsere Rechte ein. Drehbuch eben. Ja.
Und wir haben Prämierte heute Abend, ne? Wir haben sogar prämierte Drehbücher und wir haben eine ganz besondere Kategorie. Ja. Wir haben eine Weiterentwicklungsprämie. Wir hatten so wunderbare Drehbücher eingereicht und wir haben einfach gesagt, jedes dieser Bücher ist es wert, weiterentwickelt zu werden. Jedes dieser Bücher ist vielleicht fertig mittlerweile. Okay, also man wir gibt müssen ihnen uns jetzt die Chance, weiterzumachen. Wir müssen uns nicht entscheiden. Ah, das ist doch ganz alle gut. Bekommen einen Preis und hier sind die glücklichen Autoren. Gibt es noch Musik dazu oder lesen wir es vor? Kann das Publikum selber lesen? Man denkt jetzt kommt irgendwie Glam, jetzt kommt Bam, irgendwas Tolles. Irgendwas. Aber vielleicht applaudieren Sie einfach mal für diese vor. Wunderbaren Menschen. Tim Ellrich, Karl das ist Tim Ellrich, das ist Tom Winter, Tom Merting, Glückwunsch. Und es ist Julien Prévost und Frank Himmel, euch beiden auch. Herzlichen Glückwunsch, es sind immerhin 3.333 Euro. Bam. Für jeden? Für jeden. Echt? Also die beiden unten müssen sich teilen, aber sonst fehlen. Okay, ja. Wunderbar. Also, wir kommen zum Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des Landes Hessen. Volker Bouffier kann heute leider nicht bei uns sein, hat uns aber diese Botschaft geschickt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie alle zum 32. Hessischen Film- und Kinopreis. Es ist schön, dass wir nach anderthalb Jahren Corona nicht nur digital, sondern auch in Wirklichkeit beieinander sein können. Ich bedauere sehr, dass ich heute Abend nicht bei Ihnen sein kann und mich deshalb auf diesen Gruß beschränken muss. Der Hessische Film- und Kinopreis ist die Anerkennung für filmisches Schaffen vor und hinter der Kamera und alles, was dazugehört, natürlich mit besonderem Bezug zu Hessen, aber auch weit darüber hinaus. Ich gratuliere von Herzen schon jetzt allen Preisträgerinnen und Preisträgern, die in diesem Jahr den Hessischen Film- und Kinopreis verliehen. Und ich freue mich sehr, lieber Volker Schlöndorff, dass Sie heute den Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten erhalten. Ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen. Sie sind eine der großen Persönlichkeiten des deutschen Films. Als Regisseur, als Anreger, als einer, der die gesellschaftliche Debatte mit seinen Filmen ganz außerordentlich geprägt hat, ein Stück Zeitgeschichte geschaffen hat und der höchste Anerkennung für sein Wirken gefunden hat. Mit der Verfilmung der Blechtrommel und der Anerkennung durch den Oscar haben Sie natürlich einen Ruhm erhalten, der für die Ewigkeit zählt und ganz besonders Sie auszeichnet. Aber es war eben nicht nur die Blechtrommel, es waren viele andere wichtige Werke. Und deshalb freue ich mich sehr, Sie heute mit dem Hessischen Film- und Kinopreis auszeichnen zu können. Und es ist nicht der eigentliche Grund, aber es passt gut dazu. Sie sind ein echter Hesse. Sie haben Ihre Jugend, Ihre Kindheit hier in Hessen verbracht und haben immer wieder auch die Verbindung zu unserem Land gehalten. Und so kommt vieles sehr gut zusammen. Eine herausragende Persönlichkeit der Film- und Kinowelt. Ein echter Hesse und einer, dem wir von Herzen Danke sagen für sein großes Lebenswerk. Deshalb herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Bleiben Sie gesund, schaffensfroh und meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt gemeinsam einen wunderbaren Abend. Zum 32. Mal wird der Hessische Film- und Kinopreis verliehen. Das macht uns große Freude und Ihnen, den Preisträgerinnen und Preisträgern, soll es zeigen, dass wir Ihre Arbeit schätzen und dass wir Sie ermutigen mögen, diese Arbeit fortzusetzen. In diesem Sinne, fröhlichen Abend. Herzlichen Dank, lieber Ministerpräsident. Und bevor wir natürlich den Preisträger auf die Bühne bitten, würde ich ganz gerne die Laudatorin für diese Kategorie Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ankündigen. Sie ist Regisseurin und sie hat immer sehr starke, sehr verletzliche, oft suchende Frauen auf die Leinwand gebracht. Sie ist aber auch die Präsidentin der Akademie. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Professor Janine Meerapfel. Sie beginnen gleich mit der Laudatio. Wir freuen uns. Gerne. Lieber Volker,
Wenn ich deine Verdienste um den Film beschreiben wollte, müsste ich einige Stunden reden. Das lasse ich lieber. Also nur ein paar Ausrufezeichen. Du warst dabei, als in Frankreich die Nouvelle Vague die Sprache des Films für immer prägte. Du warst dabei, als der junge deutsche Film die Sprache der Autoren auf den Leinwänden zeigte. Du gehörst zu der Generation von Filmemachern, die das Gesicht des deutschen Films modernisiert, poetisiert, wahrhaft gemacht haben. Du warst und bist in erster Linie ein großer Geschichtenerzähler. Deine Filmstoffe waren die Themen, die deiner Generation auf dem Gewissen brannten, die Folgen des Holocausts und die Erinnerung an den Nationalsozialismus, der deutsche Herbst, die Suche nach einer eigenen europäischen Identität. Deine Filme bleiben, lieber Volker, das weißt du, in Deutschland wie in der Welt. Sie sind im besten Sinne des Wortes deutsch und international. Es sind Filme von großer gesellschaftspolitischer Kraft, geprägt von einer ethischen Sichtweise. Sie benennen Missstände und erzeugen Empathie. Und deine Filme sind auch noch publikumsnah, ohne je eigentlich populistisch oder nur einfach gestaltet zu sein. Sie sind im besten Sinne des Wortes Unterhaltung. Du hältst deine Zuschauer, man kann sich bei dir unterhaken, man wird gehalten. Du warst und bist auch Lehrer, Oper- und Theaterregisseur. Und als wenn das nicht genug wäre, du engagierst dich nun bei einem Projekt über die Wiederaufforstung der Sahelzone unter anderem. Du bist in jedem Sinne ein echter und ausdauernder Marathonläufer. Lieber Volker, go on running. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Es gibt nicht eine schmutzige und eine saubere Welt. Es ist die gleiche Welt, in der beides geschieht. Das ist die ganze Weisheit. Der junge Törleß ist keine akademische Literaturverfilmung. Es ist ein lebendiger, eindrucksstarker Film. Das persönliche Werk eines jungen deutschen Regisseurs. Es war einmal ein Blechtrommler. Der hieß Oskar. Oskar, du gibst mir die Trommel und ich gebe dir Schokolade. Nein, Oskar will nicht. Es war einmal ein leichtgläubiges Volk. Es glaubte an den Weihnachtsmann. Keine Zeit. Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Ausgebrannt, leer und geplündert. Wir befinden uns hier in der Innenstadt von Beirut, dem ehemaligen Zentrum der Schweiz des Orients. Erzählt wird die Geschichte eines deutschen Journalisten, dargestellt von Bruno Ganz, der 1976 hierher kommt, um über den Bürgerkrieg zu berichten. Massenhafter Tod. Zahlen. Ins Deutsche übersetzte Schreckensgesten. Ist was passiert? Nein, nein, nichts passiert. Du hast doch nicht den Wagen kaputt gefahren, oder? Ich sag doch, nichts passiert. Was hast du für ein Problem? Gut, ich will ganz ehrlich sein, Howard. Ich habe mich entschieden, dass es besser ist, wenn ich nicht mehr herumreise. Nicht mehr reisen? Nein. Was denn dann? Du machst dich kleiner, als du bist. Tritt gleich mit einem Lacher auf. Sei nicht zu bedrückt, reiß ein paar gute Witze, um die Stimmung anzuheizen. Es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern wie du sagst. Frau Blum, zum Verhör. Millionen lesen die Romane von Heinrich Böll. Die aktuellste Erzählung des Nobelpreisträgers wurde zum erregenden Filmreport über eine gefährliche Krankheit unserer Zeit, den Meinungsterror. Nachschießen, Mädchen, immer nachschießen, sonst vergessen die Leute dich. Volker Schlöndorff, deutscher Regisseur mit internationalem Prestige, machte aus einem wichtigen Buch einen wichtigen, provozierenden Film. Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie Überraschungen mögen, lieber Volker Schlöndorff, aber noch eine Grußbotschaft eines Freundes.
Mensch, Volker, du kriegst heute den Ehrenpreis. Ich kann leider leibhaftig nicht in Frankfurt sein, aber auf diesem Wege sei geknuddelt und geherzt. Als ich dachte, was kann ich denn in einer Minute rühmen, fiel mir als erstes ein deine unkaputtbare Neugierde für Menschen. Aller Ausprägungen, aller Art, auf allen diesen Erdteilen, das ist immer wieder spürbar, diese unbändige Neugierde und diese Lust auf Menschen und an Menschen. Das prägt natürlich auch deinen Regiestil. Und was kann ich noch rühmen? Ich rühme deine sozusagen janusköpfige Bereitschaft zum Lachen und deine große Rührbarkeit. Du bist sehr lachlustig und gleichermaßen nah am Wasser gebaut. Und aus dieser Mischung aus Freude am Humor und am Spott, auch über dich selber, und aus großer Emotionalität rühren auch viele deiner wunderbaren Filme und letztendlich auch herrlichen Begegnungen mit dir. Also, ich glaube, die Minute habe ich schon überzogen, mein Handy wackelt, ich halte es hier. Macht's alle gut, Volker, sei geknutscht und hab einen schönen Abend. Ja, tschüss, das war Uli. Ja. Gut, dass er das nochmal selber so erwähnt. Gewinner des Ehrenpreises des Ministerpräsidenten des Landes Hessen ist im Jahr 2021 Volker Schlöndorff. Vielen Dank. Gerade habe ich noch gedacht, lieber Uli, den Gefallen tue ich dir nicht, dass ich hier auf der Bühne heule. Beinahe. Ja, vielen Dank Ihnen für die Leibesübung. Vielen Dank, Volker Bouffier. Vielen Dank, Angela Dorn. Dir gebe ich den Arm, Janine, du willst dich immer einhaken. Wisse, ich bin immer für dich da. Schön. Schöner hätte man es nicht sagen können, als du es getan hast. Ja, danke schön. Es ist eigenartig natürlich, sozusagen doch gegen Ende der Karriere, den Wink mit dem Zaunpfahl aus Hessen zu bekommen. Und möchte deshalb auch vielen Freunden in Frankfurt und Wiesbaden danken, die daran arbeiten. Mein Nachlass, noch ist es der Vorlass, meinen Vorlass nach Hessen zu holen und sozusagen mich nach Hessen zu holen. In Wirklichkeit bin ich gar nie weg gewesen, das habe ich nicht so empfunden. Natürlich bin ich mit 16 abgehauen, 1957 oder 56. 55, egal, lange her. Denn, wie soll ich sagen, da war das Klima in Wiesbaden nicht sehr filmfreundlich. Es war in Hessen nicht filmfreundlich, es war in ganz Deutschland nicht filmfreundlich und auf der anderen Seite vom Rhein, jenseits des Saarlandes, das noch ein eigenes Land war, mit eigenen Grenzen und Zöllnern, lag Frankreich und damals schon das Eldorado der Filmkunst. Deshalb bin ich weg. Aber ich bin schon gleich wieder zurückgekommen, um mein Abi, mein deutsches Abi in Frankfurt nachzuholen. Ich habe im Sommer 1960 am Rheinufer meinen ersten Kurzfilm gedreht, der im Jahr drauf auch am Rheinufer im Schloss Biebrich von der FSK verboten wurde, weil er kritisch
weil er kritisch mit einer befreundeten Nation, Frankreich, die sich im Algerienkrieg befand, umging. Ich wollte eine Lehre im Filmstudio unter den Eichen in Wiesbaden als im Labor machen, weil ich dachte, dann werde ich Kameramann. Das ist auch abgelehnt worden, Gott sei Dank. Also ich habe viele Gründe, Wiesbaden dankbar zu sein, denn es hat mich, hat mich nach Frankreich getrieben. Und doch bin ich eben immer wieder hergekommen. Ich habe die meisten meiner Filme mit dem Hessischen Rundfunk koproduziert. Damals noch der Intendant Hess hatte das angeregt. Es gab in Hessen weniger Geld als in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, aber es gab die absolute Freiheit. Es wurde kaum das Drehbuch gelesen. Ach, Sie wollen wieder, ja, dann machen Sie mal. Ja? Und was Schöneres kann man, und es hat sich ja auch gelohnt, inklusive die Blechtrommel. Die Blechtrommel ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Mhm. Die Bayern sprechen immer von ihrer Liberalität. Ich habe die mehr in Hessen erfahren. Und auch Ihre Bemühungen, Frau Dorn, den Film vorwärts zu bringen. Ich meine, in welchen der föderalen Länder gibt es denn überhaupt Filmpreise außer Bayern und Hessen? Ist sehr, sehr wichtig, denn gerade jetzt, wo man von früh bis spät, egal in welchem Alter, mit Bildern und Tönen bombardiert wird, wäre praktisch im Grunde einer permanenten audiovisuellen Diarrhö ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, wer da auf uns scheißt, aber jedenfalls, es klebt an uns allen. Und wir sind diesen Bildern und vor allen Dingen auch die jungen Leute und Kinder schon vollkommen schutzlos ausgeliefert, weil die Bilder sprechen eine Sprache, die wir nicht gelernt haben und die in unserer Schule auch nicht gelehrt wird. Und das muss sich dringend ändern. Also nur wieder mal Frankreich. Ja, in Frankreich kann man sogar mit Film als Hauptfach, Filmkunde, Abitur machen. Warum nicht? Ja. Film geht aber auch nicht ohne Kino. Das ist hier heute schon gesagt worden. Das muss übrigens mal ein sehr schönes Kino gewesen sein hier, wenn man das sieht. Es gibt noch viele solche Kinos, die gerettet werden können. Ich denke wieder an Wiesbaden, das Walhalla. In Mainz gibt es zwei. Und heute werden tolle Kinos ausgezeichnet. Der Traumstern, ein kleines Kino in einem kleinen Ort bei Gießen, glaube ich. Drei Kinos in Kassel. Das ist die Kinomacher, also die Seele haben, die Programmkinos, die kämpfen heute mehr und müssen mehr kämpfen für Film als wir Regisseure, die dann nur warten, uns dann in das gemachte Bett zu legen. Das ist so, so wichtig. Man kann ja auch nicht zu einem Musiker oder einem Komponisten sagen, naja, was braucht ihr Konzertsäle? Die Leute können sich ja die Musik auf dem Handy anhören. Aber so wäre Film ohne Kino ist wie Musik ohne Konzertsaal. Dankeschön. Dankeschön. Gratulation, lieber Volker Schlöndorff. Dankeschön, liebe Frau Meerapfel. Dankeschön. Danke, liebe Frau Dorn. Volker Schlöndorff und wir kommen zu einer nächsten Kategorie und das weiß wahrscheinlich Herr Everin, der ewige Student, dass dieser Raum eben lange eine Synagoge war. Genau. Kein Kino. Er war lange eine Synagoge und deshalb, weil ich ja nie studiert habe, kommen wir jetzt trotzdem. Aber Abi hast du, oder? Nee, Abi habe ich auch nicht. Ach, oh mein Gott. Ich bin ganz basic. Rainer, das hast du mir alles verschwiegen. Ich bin 1960 geboren, da gab es sowas. Kein Abi? Wir kommen jetzt zum Hochschulfilmpreis, den ich ohne mein Abi deshalb nie hätte machen können. Und ich freue mich auf die Laudatorin, das ist die Geschäftsführerin der Hessen Film und Medien, Anna Schöppe.
Hallo Frau Schöppel, Sie haben ja den Joker gezogen, am 1. Mai 2019 den neuen Job übernommen und dann, die Älteren von Ihnen werden sich noch erinnern, Lockdown. Und was macht man dann? Mit zwei Kita-Kindern. Mit zwei Kita-Kindern, Heidewitzka. Nein, ich glaube, das haben wir ja auch heute schon mehrfach gehört, natürlich für die gesamte Branche einfach eine existenzbedrohende Situation. Es war aber auch eine Situation, in der es einfach wahnsinnig viel zu tun gab. Das ging ja von Sonderprogrammen, aber auch über Dinge, dass wir dann einfach zum Beispiel ganz schnell einen wöchentlichen Austausch zwischen Hessenfilm und der Branche institutionalisiert haben, den wir auch bis heute fortsetzen. Aber das war schon aus der Situation geboren, dass es einfach am Anfang doch sehr, sehr viele Dinge zu besprechen gab. Ich hatte aber auch riesiges Glück, weil sowohl das Team der Hessenfilm als auch die Branche mich wirklich mit sehr offenen Armen willkommen geheißen hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute heute Abend hier im Raum sind, die mit mir um diese Bertramswiese gelaufen sind letzten Sommer und dafür bin ich einfach sehr dankbar. Ja, also wir waren ja alle, glaube ich, erst einmal geschockt. Wir saßen plötzlich alle ganz alleine in unseren Wohnungen und dachten so, um Gottes Willen. Und dann merkte man, ach so, man kann ja telefonieren und dann kamen ja die Zoom-Konferenzen und dann kamen die Spaziergänge, wunderbar. Aber Sie haben ja noch einiges jetzt in letzter Zeit auf die Beine gestellt, vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz berichten. Gerade gestern war eine wunderschöne Veranstaltung, war ich sehr begeistert. Genau, wir haben uns gestern in der Evangelischen Akademie gesehen, da haben wir eine neue Kooperation mit dem ZDF, das kleine Fernsehspiel, bekannt gegeben, veröffentlicht. Das ist eine 50-50-Vereinbarung, die dazu führen soll, dass wir eben Nachwuchsprojekte in Zukunft noch schneller und besser mit zwei starken Partnern sozusagen über die Ziellinie tragen und dazu führen, dass diese Projekte dann auch wirklich produziert werden. Das war eine Veranstaltung, die mir auch viel Freude gemacht hat. Und dann möchte ich mich natürlich auch an dieser Stelle nochmal bei der Ministerin Angela Dorn bedanken, die die Umwandlung der Bürgschaftsmittel ja eben schon erwähnt hat. Ganz ich glaube, das wichtig. Ist tatsächlich ein Meilenstein für den Filmstandort und wird einen sehr, sehr guten Auftrieb geben. Und ja, ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge und es gibt viele andere, aber ich will den Saal nicht aufhalten. Sehr gut. Dann kommen wir doch schon zu den Nominierten für den Hochschulfilmpreis des Hessischen Filmpreises 2021, bitte. Dubček wird von AutogrammjägerInnen umringt, wie ein Popstar. Höchstens beim Sprung vom 3-Meter-Turm, mit ausgestreckten Armen, erinnert er an einen Messias. Einen gekreuzigten Messias allerdings. Die Fotos werden im Juli veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt stehen die härtesten Verhandlungen mit den Sowjets kurz bevor. Der Spaß ist vorbei. A creative job requires passion, dedication, innovation, creativity, a willingness to sacrifice absolutely anything, and I cannot stress this enough, self-discipline. Wie werden Geschichten in Zukunft erzählt? Welche Themen, welche Bilder, welche Haltung, welche Ambition, welchen künstlerischen Gestaltungswillen haben die FilmemacherInnen einer neuen Generation? Ich bin mir ganz sicher, dass das Fragen sind, die viele von Ihnen hier im Saal beschäftigen. Als Geschäftsführerin der Hessenfilm macht es mich sehr froh, dass die drei nominierten Hochschulfilme vielversprechende Antworten
auf diese Fragen parat haben. Dass die sehr unterschiedlich sind, haben Sie ja gerade gesehen. Die Jury, der ich angehören durfte, hat sich entschieden, den diesjährigen Preis an einen Film zu vergeben, der jeden Rahmen sprengt und dabei die große Leinwand optimal nutzt. Dieser Film ist eine Materialschlacht. Komplex, aber nicht kompliziert. Ein historischer Langstreckenflug durch Zeit und Raum. Ein Abenteuer, mühelos und kurzweilig. Und dabei doch auch eine Fortbildung. Ein freundlicher Rechercheriese, der mit Klugheit und Kreativität geschmückten 7-Meilen-Stiefeln leichtfüßig durch ein Gelände zwischen Investigation und Assoziation marschiert. Dieser Film hat viele Themen zu bieten und verknüpft sie immer wieder auf überraschende Weise zu einem großen Ganzen, das viel Freude beim Zuschauen bereitet. Der Filmemacher Tobias Sauer behandelt den als Prager Frühling bekannten Reformsozialismus und möchte dabei nicht weniger als grenzübergreifend auf die Möglichkeit von Systemveränderung aufmerksam machen. Die Jury zeichnet einen jungen Künstler aus, dessen Werke eigensinnig, aber dennoch zugänglich, lehrreich, aber nicht belehrend sind. Der Hessische Filmpreis 2021 für den besten Hochschulfilm geht an Tobias Sauer, für die Kafka-Konferenz oder Dubček geht Baden, entstanden an der Kunsthochschule Kassel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Mach's mal angenehmer. Ich freue mich, dass ich endlich einen Preis bekomme, der zu meinem Sternzeichen passt. An der Stelle auch nochmal Grüße an Maren und Petra. Ja, und ich danke natürlich auch meinem Team, ohne dass dieser Film so nicht hätte entstehen können. Samuel, Till, Clara, wen habe ich noch vergessen? Meiner Mama, mein Papa. Natürlich Eva noch und die hier anwesende Ja. Weil das ein Hochschulpreis ist, muss ich natürlich auch noch mal der Kunsthochschule Kassel danken. Und, ja, kann nicht schaden. Ja, den Professoren Jan Peters und Björn Medus besonders. Und ja, ich danke Hessenfilm, ich danke dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem Kasseler Rotary Clubs und allen anderen, die das Projekt unterstützt haben. Ich danke natürlich auch den Leuten in Tschechien und der Slowakei, ich bin das Mikro bei den Oscars gerade. Es fehlt nur das Orchester des Hessischen Rundfunks und alles andere. Das heißt aber, Sie müssen sich jetzt kurz fassen. Okay, ja. Ja, zum Schluss grüße ich noch alle, nicht nur in Tschechien und der Slowakei, sondern überall, die gegen Korruption, Machtmissbrauch, Oligarchie kämpfen. Ja, und schade, dass Volker Bouvier heute nicht da ist. Soll ich nochmal hoch? Nimm das Mikro doch mit. Als jemand, der aus Kassel kommt, hätte ich ihn gern noch mal gefragt, wie das eigentlich war damals mit dem NSU und dem Verfassungsschutz. Naja. Oh, hast du gut gemacht. Hätte ich doch Abitur gemacht, ja. Dann hätte ich auch studieren können. In Kassel? Ja. Aber jetzt haben Sie ja das große Glück, Frau Schäfer,
Diese unglaubliche Überleitung zum besten Schauspieler und bester Schauspieler. Darum beneide ich Sie so ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, fangen Sie mal an. Ich fange am besten an, indem wir für diese Kategorie jetzt ganz herzlich begrüßen hier auf der Bühne den Stifter auch dieses Preises, den Intendanten des Hessischen Rundfunks. Herzlich willkommen, Manfred Krupp. Guten Abend. Ja, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, die ARD verändert sich, überall sind Veränderungen natürlich im Gange und die Mediathek, das erste deutsche Fernsehen, die werden gleichwertig. Was heißt denn das für die Fiktion, die wir eben auch heute Abend hier ja feiern wollen? Also erstens, das, was am meisten abgerufen wird in den Mediatheken, sind große Filme. Das heißt, wir stärken damit den Film, wir stärken aber auch den Dokumentarfilm und Dokumentationen. Weil viele Menschen heute nicht mehr vor dem Fernseher von Anfang bis Ende eine Dokumentation schauen. Aber wenn sie sich bewusst entscheiden in der Mediathek, dann bleiben sie oft bis zum Ende dran. Und deswegen schichten wir gerade Mittel um aus den Magazinen, wo ein kurzer Beitrag nach dem nächsten folgt. Das funktioniert in der Mediathek überhaupt nicht. In Dokumentationen und Dokumentarfilme, die mehr in die Tiefe gehen und wir werden bestimmte Formate speziell für die Mediathek entwickeln. Und was heißt das für die Erzählform? Werden die sich dann also verändern? Also erstens, werden der große Film wird weiterhin Bestand haben. Also wir haben gerade am Mittwoch einen Mittwochsfilm gehabt, Freunde. Der kam bei der Kritik sehr, sehr gut an. Der kam beim Publikum durchwachsen an im Linearen. Aber ich bin sicher, in der Mediathek wird er erfolgreich sein. Mit Ulrich Mattes und Justus von Dohnányi. Ein toller Film, ein Kammerspiel. Und wenn ich mich frei entscheiden kann, wann ich ihn sehe, in welcher Stimmung ich bin, ist es was anderes, wenn ich ihn unbedingt am Mittwochabend sehen muss, wo vielleicht parallel noch Fußball läuft. Und wir werden viel mehr Produktionen haben, die szenisch erzählen und kontinuierlich erzählen, wo also eine Geschichte nicht nach 30, 90 Minuten zu Ende ist und deswegen entstehen neue Erzählformen. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, weil endlich darf ich mal Volker Schlöndorff kennenlernen, weil ich bin groß geworden mit seinen Filmen. Margareta von Trotter habe ich kennengelernt, weil sie viele Filme für uns gemacht hat. Ich glaube, es ist elementar, gerade auch in der Mediathek und in Produktionen, dass künstlerische Freiheit herrscht. Ich glaube, wir haben auch bis heute eine Tradition, ich hoffe, dass die Fernsehspielredaktion das nicht dementiert, wo wir Autorinnen und Autoren, Regisseurinnen und Regisseuren und auch Schauspielerinnen Raum geben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche bei uns mitspielen für weniger Geld, weil sie mehr künstlerische Freiheit haben. Und ich glaube, das können wir erhalten, wenn wir neue Produktionsformen auch für die Mediathek machen. Oder eben in der Kombination Gage nochmal anheben und künstlerische Freiheit wäre vielleicht auch nicht schlimm. Jetzt, lieber Manfred Krupp, geht ja Ihre Intendanz so langsam ein bisschen zu Ende. Es ist das letzte Mal, dass Sie diesen Preis als Stifter mit überreichen. Brauchen Sie ein Taschentuch? Sind Sie wehmütig? Neigen Sie zu Tränen? Ich neige nur zu Tränen, wenn ich im Kino sitze. Ah. Da kann ich mich wirklich nicht zurückhalten. Schluchzen Sie laut oder leise? Sie sind ein, Lautschluchzer. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich 1990 nach Wiesbaden gekommen bin, damals als Studioleiter und damals im Caligari der Filmpreis verliehen wurde. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Ich. Erst viel später ging es in die Alte Oper. Herr Everin, und von daher gibt es eine lange Tradition. Und es gibt noch eine zweite Tradition, nämlich dass wir zusammen mit dem Land die Filmförderung von Grund auf neu organisiert haben. Anfangs mit Frau Kühne-Hörmann, dann mit Herrn Rhein, dann mit Frau Dorn. Und ich habe damals kämpfen müssen in meinem Sender, dass wir eine eigenständige Filmförderung des HR aufgeben und uns integrieren in eine Filmförderung, die seitdem massiv gewachsen ist, die deutlich mehr Mittel hat und von daher hängt mein Herz auch ein bisschen daran. Das ist etwas, was ein wichtiger Teil Ihrer Tätigkeit ist als Intendant Filmförderung. Und jetzt wissen wir, in Frankfurt läuft ja gerade die Buchmesse, die steht ja unter diesem großen Titel Reconnect. Wenn man jetzt als Intendant aufhört, muss man sich dann neu reconnecten mit dem Leben? Also brauchen Sie ein Hobby?
Ich brauche nicht zwangsläufig ein Hobby, aber ich glaube, man muss erstmal richtig runterfahren, um sich dann wirklich selbst zu finden, weil man ist in Teilen nicht Mensch, sondern Funktion. Und man muss hier und da wieder lernen, stärker Mensch zu sein. Also kommen wir zur nächsten Kategorie, denn dafür sind wir beide auch hier auf der Bühne. Beste Schauspielerin, das ist die sechste Kategorie des Abends. Und ja, was macht eine fantastische Schauspielerin für uns aus? Dass sie uns in ihren Bann zieht, dass sie die Geschichte vorantreibt, dass sie sensible und ganz ruhige Momente hat, feinfühlig spielt. Und wir haben einige Nominierte, aber wir haben vor allen Dingen eine wunderbare Laudatorin, die möchte ich Ihnen jetzt ganz gerne vorstellen. Tien Onaran. Aha, liebe Tien, herzlich willkommen. Ja, ich dachte eigentlich, ich bin die Einzige heute mit Pailletten. Ja, offensichtlich. Aber so geht das, trägt sich das fort. Aber du bist natürlich eine Unternehmerin. Du bist Digital Aktivistin, kann man schon fast sagen. Wahrscheinlich hast du das Handy jetzt dabei, um das jetzt zu dokumentieren, was hier vorne gleich passiert. Definitiv. Du investierst in Startups, du bist Autorin. Wann hast du denn eigentlich noch Zeit? Ich weiß, du hörst ganz gerne Podcasts so rund um Crime. Aber guckst du noch Filme? Gehst du ins Kino? Ich gehe super gerne ins Kino. Aha. Und ich hatte ja auch ein Leben sozusagen vor meinem Unternehmertum, war ja lange Zeit in der Politik. Ich habe lange für Silvana Koch-Marien gearbeitet, weiß nicht, ob sie noch jemand kennt, es war die Frau mit der Doktoraffäre. Ja. Dann war ich bei Guido, Westerwelle, als er als Bundesvorsitzender der FDP zurückgetreten ist, und dann bin ich zu Wulff, als er zurückgetreten ist. Also ist richtig gut Krise gelaufen. Kann ich, Bärbe, mal gucken, wie lange du den Job hier noch hast, jetzt wo wir gemeinsam hier auf der Bühne stehen. Also falls Sie jemanden für Rücktritte brauchen, ich bin die Ansprechperson. Aber ich glaube, ich hatte schon immer eine Affinität zum Thema Medien, und was mir ganz extrem wichtig ist, weil du die Buchmesse angesprochen hast, wir brauchen ganz, ganz dringend einen wirklich spannenden Diskurs über Diversität vor und hinter der Kamera. Ja. Ich finde, der deutsche Film ist so undivers, und ich sehe hier ganz tolle, viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die für Diversität stehen, und die sollten viel, viel stärker hier auf alle Bühnen dieser Welt. Und du hast es auch nochmal gesagt, keine Digitalisierung ohne Diversität. Ja, wenn man sich die Studien anguckt, Diversität ist der Treiber für Innovation. Es ist ja nicht nur ein Gerechtigkeitsthema, sondern es ist einfach auch wirtschaftlich erfolgreicher. Mhm. Und mich wundert es, dass die CEOs dieser Wirtschaftsunternehmen es noch nicht gerafft haben, dass sie überall in ihren Teams Diversity sitzen haben sollten. Aber vorhin wurde ja Macht angesprochen. Ich glaube, die haben keinen Bock, ihre Plätze abzugeben. Nee. Aber dann bauen wir eben unsere eigenen Tische, oder? Also insofern würde ich auch sagen. Und du bist da ja eine ganz fantastische Netzwerkerin, eben gerade auch, was die Frauen untereinander angeht. Und ich denke, in der Kategorie nennen wir jetzt mal eben die Nominierten, ja? Also Moment mal. Ich habe mich gerade vom ganzen Dorf für Sie zur Hure gemacht. Sie sagen einfach Danke. Typisch. Also wenn schon Hure. Dann aber richtig. Los, ab ins Schlafzimmer. Okay, was ist jetzt? Komm schon. Ich weiß nicht, was Henrik mit mir gemacht hat, Kathi. Ist ja nur so kurz im Moment, also. Echt Platz, so dunkel und. Nur wie wir uns geküsst haben. Und dann lagen wir plötzlich auf dem Bett. Und ich glaube, ich habe ihm gesagt, dass er aufhören soll. Ich wollte unseren Traum schützen. Ich hab Walter da gesehen, im Rückspiegel da liegen sehen. Ich wollte dieses ganze alte Leben, diese ganzen Lügen, diese ganzen Verletzungen. Ich hab den Wagen zurückgesetzt. Ich hab den Wagen zurückgesetzt.
Ja, die Schauspielerin, die wir dieses Jahr mit dem Hessischen Filmpreis auszeichnen, ist eine wahre Meisterin ihres Fachs und alles andere als eine Heulsuse. Zitat aus Heute stirbt keiner. Ich spreche von Britta Hammelstein, die leider heute Abend nicht bei uns sein kann. Sie spielt die Jungbäuerin Marie Abel, die sich als abenteuerlustige junge Frau entpuppt, die dem Alltag im Kaff namens Oberöde entflieht. Wie Marie den mysteriösen, schweigsamen Fremden keiner als Untermieter anwirbt, anbaggert und sich dann auf ihn stürzt, ist köstlich. Dass sie als weibliche Hauptfigur in dieser überdrehten Western-Komödie als einziger vermeintlich stinknormaler Charakter nicht verblasst, diese schauspielerische Herkulesaufgabe kann nur gemeistert werden, wenn man die Schauspielkunst in Perfektion beherrscht. Mit ihrem minimalistischen Spiel und sicherem Gespür für Timing setzt sie wunderbare Pointen und lässt dennoch Verletzlichkeit und Einsamkeit durchschimmern. Sie bewahrt ihre Figur Geheimnisvolles und oft Überraschendes. Der Hessische Filmpreis in der Kategorie Schauspiel, beste Schauspielerin, geht an die wunderbare Britta Hammelstein. Und da sie heute leider nicht hier sein kann, wird die Regisseurin Maria Westholzer den Preis entgegennehmen, den ich jetzt auf die Bühne bitte. Großen Applaus. Gleich zwei Mikrofonhelfer. Also, was kann ich solch tollen Worten, die es einfach auf den Punkt bringen, was Britta ist und kann, noch hinzufügen? Ich kann nur sagen, sie kann heute leider nicht hier sein, entschuldigt sich herzlich, weil sie gerade dreht in Berlin. Und genau, ich kann nur hinzufügen, eine Frau, die von so einer Sinnlichkeit bis hin zu so einer Härte eine Waffe halten kann und Martin Wuttke zeigt, wo es lang geht, die erträumt man sich als Regisseur. Und ich hoffe, Sie haben den Film gesehen oder ich freue mich, dass Sie jetzt vielleicht von Ihren persönlichen Worten etwas zehren können. Wenn nicht, der ist, glaube ich, noch in der Mediathek. Genau, ich danke Ihnen in Ihren Worten. Es ist heute der 21. Oktober, ein Donnerstag. Und ich sitze hier in Berlin und weiß noch nicht, ob ich den Preis bekommen habe. Falls ich den Preis nicht bekommen habe, es ist nicht schlimm. Falls ich ihn aber doch bekommen habe, freue ich mich natürlich sehr und möchte mich bedanken. Und zwar beim Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Hessen, meiner Heimat. Liebe Grüße. Ich bedanke mich bei dem HR, insbesondere bei Jörg Hinstedt, dem unbestechlichen Drehbuchautor Michi Pröll, meinem Cowboy-Dude Martin Wuttke. Und ich bedanke mich besonders bei der Regisseurin dieses Films, Maria Westholzer, die wahrscheinlich in diesem Augenblick unter euch ist, weil sie so nett war, extra für mich nach Offenbach zu reisen und die Stellung zu halten. Liebe Maria, ich hoffe, man hat dir ein schickes Hotelzimmer besorgt und du verlebst einen wunderschönen Abend. Ich danke dir dafür, dass du bei dieser doch auch anhänglich, mitunter aufdringlich penetranten, aber auch liebenswerten Westernbraut an mich gedacht hast. Vielen Dank, hab einen schönen Abend. Liebe Leute, lasst es krachen. Schön, dass ihr wieder zusammen sein könnt. Ich freue mich. Liebe Grüße. Ciao. Ja, Gratulation. Herzlichen Dank, Maria Westerholz-Tien und Haran. Herr Krupp, wir kommen zur nächsten Kategorie. Bester Schauspieler. Muss man als Intendant manchmal auch ein Schauspieler sein? Das mit Sicherheit, aber man hat in meinem Job auch glücklicherweise, weil wir viel ja selber produzieren, auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun. Und das ist immer eine Herausforderung und ein großer Genuss. Und von daher finde ich es ganz toll, dass wir diesen Preis heute vergeben können. Und wir hatten eben den Film mit Martin Wuttke. Und das war ein solches Spannungsverhältnis zwischen der Hauptschauspielerin und dem Schauspieler. Das ist eine Kunst. Man ist als Intendant Amateurschauspieler. Und das sind die Profis. Andere Liga. Ja. Andere Liga. Kommen wir zur Kategorie bester Schauspieler. Und dafür bitte ich den Laudator auf die Bühne, der kein Schauspieler ist, sondern Palliativmediziner, Dr. Thomas Sitte.
Wer sind Sie? Hallo, Frau Fehrer. Ja, ein ganz anderes Umfeld für Sie. Sie sind ja auch Entrepreneur, Social Entrepreneur. Ein bisschen, Sie ja. sind Fadi, Opa, Vater, aber eben als erster natürlich ein sehr bekannter Palliativmediziner. Das hat zu tun vielleicht gleich mit Ihrer Laudatio, aber ist das Sterben bei uns ein Tabu in unserer Gesellschaft? Ja, absolut, weiterhin. Also ich beschäftige mich sehr lange mit dem Sterben, seit Kindesbeinen quasi an, als meine Oma gestorben ist. Und dann später auch habe ich viel mit Sterben zu tun gehabt, aber habe auch mit dem Leben ganz viel zu tun gehabt. Stirbt es sich leichter, wenn man die Last vielleicht ablegen kann? Weil viele haben ja am Lebensende nochmal einen ganz schweren Rucksack, von dem sie vielleicht Angst haben, dass sie ihn mitnehmen. Ja, es ist nicht meine ärztliche Aufgabe, aber da kann ich ganz viel dazu beitragen, dabei helfen, dass Sterben dann wirklich leichter geht, wenn man zufrieden gehen kann. Und das vielleicht als kleinen Einwurf. Corona wurde erwähnt. Ich habe sehr gerne Sterbegleitung gemacht, aber was ich unter Corona erlebt habe, in Pflegeeinrichtungen, in Quarantäne, das macht mir ganz furchtbare Gänsehaut. Also darüber erzählen Sie ja auch in Ihren Vorträgen, vielleicht auch in einem Buch demnächst. Jetzt kommen wir zu Ihrer Funktion als Laudator heute und wir schauen uns erstmal die Nominierten an in der Kategorie Bester Schauspieler. Wollen wir du sagen? Ist ja nicht für lange. Der könnte mal Rücksicht nehmen. Ich meine, hier sterben Menschen. Ruhe! Hier stirbt Lothar! Soll ich denn wiederkommen? Willst du denn? Willst du? Ja, fähr nicht mehr auf. Sehe ich aus, als würde ich jetzt scherzen? Ich finde, sie haben den Tod im Blick. Herr Gott, weil ich mich selber erschießen will! Nur deshalb war mir euer hirnverbrannter Scheiß hier vollkommen egal. Aber das geht jetzt so weit, ja? Sieht viel nach Tod und Sterben aus, glaube ich, bei den drei Filmen. Und jetzt will ich gleich die Katze aus dem Sack lassen. Eine Komödie mit wirklichen Problemen rund um Tod und Sterben. Das ist absolut nicht mein Ding. Aber Jens Harzer packt mich von der ersten Sekunde an in Ruhe, hier stirbt Lothar. Wortkarg mit beeindruckender Mimik, mit einer Körperhaltung, die viel mehr sagt als 1000 Worte. Und die Ernsthaftigkeit des Themas wird ganz sanft eingebettet in einen tiefgründigen Humor. Das wird von Ihnen ganz, ganz meisterhaft vermittelt. Der begeisterte Theaterschauspieler, von dem ich auch gelesen habe, nicht gesehen habe, der kann sein Publikum einfach direkt ansprechen. Und eben noch kratzt sich Lothar wie beiläufig hinten unsicher im Nacken. Und das wirkt bei Ihnen einfach ganz anders als einfach nur beiläufig. Denn kurz darauf kommt er wortlos aus der Uniklinik. Und es ist eine Schlüsselszene, die mit ihrer unmittelbaren Fassungslosigkeit wirklich ganz tief geht in das Herz jedes Zuschauers. Das bisschen Juckreiz im Nacken war bösartig, war Krebs. Und dann immer wieder unterschwellig zeigt der grandelnde Lothar, Leben lohnt sich. Für mich grandios ist es, als Sie erfahren, es ist gar kein Krebs, Sie müssen weiterleben. Das sind Worte, die wirklich aufblitzen. Das ist tiefgreifende Emotion, das ist hohe Schauspielkunst. Da ziehe ich nur meinen Hut davor. Und ich als Mensch und als Palliativmediziner
wünsche mir davon viel, viel mehr. Herzlichen Dank und ganz herzlichen Glückwunsch. Jens Harzer. Ja, vielen Dank vor allem für die schönen Worte von Ihnen als Mediziner. Jetzt kriege ich das hier zum zweiten Mal. Scheint in meinem Heimatland Hessen mir gut zu tun, auch diese Filme zu machen. Heute bin ich auf dem Weg von Hamburg sind wir über Kassel gefahren, die Strecke Richtung Frankfurt und fuhren an Gießen vorbei und kamen an dem Ort vorbei, Langönz, wo ich aufgewachsen bin und dachte, da sollte ich kurz aussteigen, weil dort meine Großeltern begraben liegen. Nun sind wir so nach Offenbach gekommen. Morgen fahre ich zu meinem Vater, zu dem Grab meines Vaters nach Wiesbaden-Biebrich, somit kann ich sozusagen diese schöne Ehrung benutzen, mich mit einem Film, der sich mit dem Abschied nehmen und dem Nicht-Abschied nehmen und dem Leben und beschäftigt, das kann ich sozusagen verbinden. Das ist ja eine ganz schöne Sache und macht mich irgendwie glücklich. Also klar, ich danke der wunderbaren Regisseurin Hermine Hundgeburt für diesen zarten Film. Das, glaube ich, kann man doch sagen, dass das ein zarter Film ist. Ruth Thoma für das schöne Drehbuch, dem, finde ich, sehr besonderen Kameramann Sebastian Edschmidt. Und vor allem natürlich Corinna Harfouch, mit der ich diesen Film gemacht habe. Jahrelang wollten wir am Theater seit 15 Jahren miteinander arbeiten, nie hat es geklappt. Umso schöner, dass es bei diesem Film geklappt hat, also auch an ihr geht dieser Dank. Und ja, vielen Dank an die Jury und so weiter und so fort. Bester Schauspieler 2021, Gratulation, Jens Harzer. Dankeschön, Manfred Pop. Dankeschön, Dr. Sitte. Ja, was macht unser Gewinnspiel, lieber Herr Evering? Unser Gewinnspiel läuft. Ich glaube, wir können sogar mal drauf gucken. Können wir mal drauf gucken? Da sieht man, dass wir da sind. Das sieht nicht aus wie ein Gewinnspiel. Man sieht, dass wir da sind. Ich nehme nie teil an Gewinnspielen, weil ich immer denke, ich gewinne sowieso nicht. Und du musst ja, aber... Das ist ein Gewinnspiel. Die sehen auf jeden Fall alle aus wie Gewinner. Ja, die sehen alle aus wie Gewinner. Sind im Publikum. Ich glaube, das Wichtige war, dass man sieht, dass wir da sind. Forgot the movie. Und das Zweitwichtige ist, klicken Sie sich rein, wenn Sie jetzt nicht dabei sind. Aber dann können Sie ja nicht reinklicken, Sie sehen es ja nicht. Ich glaube... Vergiss das. Ich glaube, wir vergessen. Ja. Wir kommen zu einer der wesentlichen Kategorien, einer der wichtigsten Kategorien, und zwar zum Dokumentarfilm. Und ich bitte die Laudatorin Sung-Jung Cho zu mir auf die Bühne, bitte. Hallo Frau Cho. Dokumentarfilm. Wir haben ja alle in diesen Zeiten so das Gefühl, wir müssen unsere Stimme erheben, wir müssen laut sein, wir müssen gegen all das, was so auf uns einprasselt, irgendwie eine Antwort finden. Wir dürfen nicht mehr still sein und wir müssen dagegen halten. Aber Dokumentarfilm heißt ja auch ganz viel zuhören. Sie haben ganz viel aufgegeben, um zuhören zu können. Können Sie das mal kurz erklären, wieso Sie jetzt Deutsche sind? Ich war gespannt auf die Frage. Welche Frage kommt? Ja, ich habe versucht. Ich bin Deutsche, sehe ich nicht so aus. Auf dem Papier bin ich Deutsche. Ja, ich habe meine Staatsbürgerschaft geändert, um den Film zu machen,
meine Brüder und Schwestern im Norden, in Nordkorea. Das war eigentlich der Anstoß von HR-Redakteurin Esther Shapira. Und sie hat mich angestoßen, einen Film in Nordkorea zu machen. Ich habe nie davon geträumt, als Südkoreanerin in Nordkorea drehen zu wollen. Und sie sprach von viel Geld, von sehr viel Geld für den Film in Nordkorea, wenn ich das schaffe. Und dann dachte ich, wow, ja, das mache ich. Ja, um Deutsche zu sein, musste ich meine Staatsangehörigkeit, so südkoreanische Staatsangehörigkeit verzichten. Jetzt bin ich nur Deutsche, aber eigentlich, ich fühle mich Gesamtkoreanerin. Und wenn ich jetzt nach Nordkorea gehe, das ist eine Hälfte meiner alten Heimat. Und wenn ich nach Südkorea gehe, das ist auch die andere Hälfte meiner alten Heimat. Deutschland ist meine neue Heimat. So. Ja. Wir sind dankbar für jeden, der diese Wege geht für uns, damit wir teilhaben können. Wir finden, dass das eine der wichtigsten Kategorien ist, die wir heute haben. Und deshalb kommen wir auch jetzt schon zu dem Nominierten für den Hessischen Film- und Kinopreis in der Kategorie Dokumentarfilm, bitte. استخدم اخواته صغار استخدم يعني اي استخدم طرق كثيره بس يطلعوا يعني حارب لبين ما يكون عندي لبين ما اجيبهم وادرسهم واعيشهم احسن شيء خليني طاير بالمكان انا اعيش احلام السفر سلاحي صوتي واللسان أحلام الزمن سلاحي صوتي واللسان хорошее время живёт ничего сделать что огромное тоже сквозь строй те же стенки zeigen überhaupt nichts von euch. Das sind nur Momentaufnahmen. Viel wichtiger ist, dass ihr alle tolle Kinder seid, tolle Jugendliche. Ja, bevor ich die Laudatio lese, möchte ich betonen, ich war nicht in der Jury. Ich habe nicht entschieden. Ja, und ich bin froh, dass ich die Entscheidung treffen musste. Da sind sehr starke Filme dabei. Ja, Courage von Alexei und dann auch der Bachmann und seine Klasse. Maria hat mit dem Film auch den Bundesfilmpreis bekommen und auch Silbernen Preis so auf der Berlinale. Und das muss wirklich sehr schwere Entscheidung gewesen sein. Ich bin nur die Heroldin. Ja. Ich habe nicht entschieden. So. Okay. Weltweit ist Selbstbestimmung von Frauen über ihr Leben ein wichtiges Thema. Antonia Killians Dokumentarfilm leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Sie schildert das Ringen um Emanzipation in der kurdisch-jüdischen Kultur hautnah. Wir werden in eine Welt hineingezogen, in der Orte wie Polizeistationen und Militärakademien Fluchtstätten für Frauen sind, die ihr Leben selbstbestimmt und ohne Leid leben wollen. Killian nimmt uns mit in den Alltag einer dieser Frauen, der 19-jährigen Halla Mustafa. Killian lässt Halla über ihre Ideale und Träume sprechen und zeigt ebenso offen, woran sie trotz aller Widerständigkeit scheitert.
Das intime Porträt von Hala, ihren Schwestern und Kameradinnen gibt konsequent den Frauen im kurdischen Gebiet Nordsyriens eine Stimme. Wir lernen ihre Welt aus ihrer Sicht kennen. Mit diesem Filmpreis zeichnen wir zugleich, nicht wir, die Jury, den außergewöhnlichen Mut der Filmemacherin aus, sich als Dokumentarfilmerin vor Ort zu begeben und die Geschichte konsequent aus den Bewegungen der Protagonistin zu entwickeln. Der Hessische Filmpreis in der Kategorie Dokumentarfilm geht an Antonia Killian für The Other Side of the River. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an die Jury, an mein Team, an meinen Co-Autor, Editor, Genossen und Mann Arash Asadi, an meine Co-Autorin und Produzentin Guevara Namer, an meinen Produzenten Frank Müller und Mer Ritola, an meine wunderbaren Distributorin von Yip Film, Jutta Veit und Julia Peters. An Sefines F. Dieke, meine Production Managerin in Syrien, und vor allem an die Protagonistin des Films, Hala Mustafa, die einen enormen Mut bewiesen hat, ihre Geschichte mit mir und durch mich mit der Welt zu teilen. Dieser Film ist für dich. Shukran Habibti. Wir bitten jetzt den Laudator, Regisseur, Schauspieler, Filmpreisträger des vergangenen Jahres. Ich glaube auch Drehbuchautor. Drehbuchautor und Wiesbadener. Tom Sommerlatter auf die Bühne. Herzlich willkommen, Herr Sommerlatter. Guten Abend. Ich weiß gar nicht, ob man aus schlechten Romanen eigentlich gute Spielfilme machen kann, denn das ist unsere nächste Kategorie. Haben Sie Erfahrung damit? Naja, da ich meine Drehbücher ja selber schreibe. Kommen Sie nie in diese Notlage. Und keine Romanvorlagen benutze, habe ich das Problem bisher noch nie analysiert. Aber vielleicht geben Sie mir mal einen schlechten Roman und ich probiere es. Aber kennen Sie das Gefühl, man sitzt im Kinosaal und man hat das Gefühl, die Geschichten auf der Leinwand rühren uns fast mehr als manchmal das, was im eigenen Leben um einen herum passiert? Ja, natürlich, weil das ist ja ein optimaler Moment, um etwas so hautnah zu zeigen, dass wir uns auch darin wiedererkennen, darin gerührt werden und ja, und dann sich manchmal beim Rausgehen denkt, mein Leben ist gar nicht so spannend wie deren Leben. Ja, und wenn unsere Empfindungsfähigkeit einfach so gekitzelt und so gereizt wird, das ist das Schöne, was ich liebe an Spielfilmen. Was mögen Sie an Spielfilmen? Genau das Gleiche. Ja, dann schauen wir uns mal an, die Nominierten in dieser Kategorie, Spielfilm. And your friend, you think I'm a joke? No. For you, it's easy. For the rest of the world, it isn't like that. Weißt du was? Er ist irgendwo. You have to survive without Staat, Polizei. What are you talking about? I want you to stop it. You will lose this game, Joseph. I don't need your help. I need your respect. Hast du dir das jetzt so vorgestellt für dein Leben? Der Algorithmus hat errechnet, dass du Kreativassistentin sein kannst. Kreativ was? Du hast heute die Chance, erwachsen zu werden. Was ist das für ein Terror? Aber bist du dann überhaupt noch da? Bist du dann weg?
Ich kann als Erwachsener machen, was ich will. Ich war schon ein paar Mal erwachsen, das geht nicht. I was someone who Imra will be this one. Any Imra will be this one. Willst du wirklich alles machen? Oh! Muni Nana musst du nicht was, was auch nicht machen! Meine Leute sterben wegen unserem Scheiß. Uni Mini Inti Auge Boy. Ich bin mit Pesemme Boy. Wrong. If you say, ey, was seid ihr? Wow. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind zwei davon Debütfilme. Und ich muss sagen, ja, also typisch Hessen. Wieder mal sehr stark mit dem Nachwuchs verbunden. Und ja, das ist, denke ich mal, auch damals mein Schicksal gewesen. Deswegen glaube ich, das ist eine schöne Sache. Also, auf jeden Fall. Dieser Film, der jetzt heute Abend gewonnen hat, ist ein beeindruckendes und mitreißendes Spielfilmdebüt über eine herausfordernde Beziehung zweier sehr unterschiedlicher Menschen. Ein Culture Clash auf emotionaler und sozialer Ebene. Die Regisseurin bietet dem Zuschauer ein spannend porträtiertes Frankfurt zwischen Halbwelt und Kulturschickeria. Ruhig und dennoch intensiv, bildstark und berührend, ein modernes Angstessen Seele auf in der Bildungsbürgerwelt von heute. Der Hessische Filmpreis in der Kategorie Spielfilm geht an Le Prince von Lisa Bierwirth. Wow. Für diese Anerkennung kann ich mich nur bedanken. Ich kann mich bedanken bei der Jury. Ich kann mich bedanken bei dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Angela Dorn, ich danke Ihnen. Ich danke auch der Hessen Film und Medien, die diesen Film großzügig unterstützt hat, damit ermöglicht hat. Dieser Film ist natürlich nicht ohne das Zutun und die Unterstützung von sehr vielen ganz wundervollen Menschen entstanden, deren Namen ich gerne nennen würde, aber es ist keine Zeit dafür, ihr hättet es verdient. Sie können den Namen nennen. Es wären dann aber sehr viele. Ich möchte aber ein paar Namen nennen, und zwar möchte ich Komplizenfilm danken, meinen Produzenten Jonas Dornbach, Maren Ade und Janine Jakowski für die Partnerschaft, Valeska Griesebach als Co-Produzentin, Claudia Tronier, die sehr früh an dieses Projekt geglaubt hat, die heute hier ist, auch die Redakteurin. Ich möchte danken Hannes Held, meinem Co-Autor und Langzeit-Kollaborator. Ich möchte den Darstellerinnen danken, besonders Ursula Strauß und Passi Balende für eine wirklich unglaublich tolle Arbeit. Ich möchte meinem Mann danken, der sehr lange alleinerziehender Vater war, Jan, meinem Sohn, der sehr viel Entbehrungen hatte und neulich gesagt hat, immer nur Film, Film, Film. zuletzt möchte ich meiner Mutter Susanne danken und ihrem Mann Erik, ihrem ehemaligen Mann, ist es ein mutiges Paar und die Inspiration für diesen Film. Vielen Dank für eure Offenheit und euer Vertrauen. Ich musste selber in dieser Entstehungsgeschichte bei diesem Film, habe ich sehr oft, bin ich mir selber so aufgesessen, also in meinen eigenen Vorurteilen und auch meinem versperrten Blick, und ich musste mich selber mit mir konfrontieren und habe sehr viele Überraschungen erlebt. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft anders von solchen Beziehungen oder dieser Beziehung erzählen können und auch wollen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das möglich ist.
wenn wir alle zusammenarbeiten, wenn wir uns alle immer wieder selber überprüfen, wenn wir großzügig dem Gegenüber sind und dann ist es möglich, ich glaube, ja. Herzlichen Dank. Lisa Bierwirth, herzlichen Dank. Jetzt fällt der Preis auseinander. Ich dachte immer, er schuppert an der Gürtelschnalle, aber der Preis zerlegt sich wirklich in seine Eizelle. Der Deckel und der geht auf. Ach so. Gut, es ist einfach eben auch schön zu sehen, wie in diesem Spielfilm jetzt wirklich zwei Menschen durch die Liebe zu sich selbst finden und was Lisa Bierwirth eben auch gerade nochmal gesagt hat, dass man sich den eigenen Vorurteilen und Schubladen dann doch auch nochmal stellt. Wir können vielleicht auch noch sagen, dass viele der Filme heute, die in einer Kategorie gewonnen haben, auch in ganz vielen Kinos in Hessen zu sehen sein werden. Ja. Und wir kommen zur nächsten Kategorie. Ich glaube, es ist sogar die letzte. Es ist schon die letzte. Das heißt, die Aftershow kann dann... Ja, okay, verstehe. Also, es ist die Kategorie für 10 nicht-gewerbliche und 10 gewerbliche... 11 gewerbliche Kinos. Du hast ja nachgezählt, du bist ja alle nochmal abgefahren. Ich habe alle nochmal abgefahren. Und wir haben eine ganz fantastische Laudatorin für diese Kategorie. Jasna Fritzi-Bauer ist natürlich jemand, die hat sehr viel mehr, das musst du jetzt aushalten, Follower auf Instagram. Ist jetzt für dich ein bisschen hart nach dem Gewinnspiel. Sie hat eine Lache, die unglaublich ansteckend ist. Sie ist eine fantastische Schauspielerin. Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund, ganz wichtig. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen inkontinent, aber das wollen wir jetzt hier nicht erwähnen. Und sie ist Tatortkommissarin für die ARD in Bremen. Und wir freuen uns einfach, dass sie heute hier ist im Kapitol in Offenbach. Jasna Fritzi-Bauer. Du hast kein Mikrofon? Ich habe eins für dich. Bitte schön. Hallo, guten Abend. Liebe Jasna, wir freuen uns, dass du da bist. Und du hast so ein fantastisches, das ist natürlich mit momentan dein großes kreatives Baby, lyrisches Projekt in der Stadt anlässlich der Buchmesse. Heute schreibe ich Gedichte. Wir haben heute und morgen große Projektionen unserer Gedichte am Kaiserplatz in Frankfurt am Juniorhaus und am Römer. Wir durften vom Balkon des Römers auf den Boden des Römerbergs unsere Texte in Texte der Bevölkerung projizieren und morgen auch noch an die Fassade der Schirn. Das schaffst wirklich nur du. Morgen Abend bist du noch DJin und was passiert in diesem schwarzen Cube? Morgen Abend, ich habe zusammen mit meiner Partnerin Katharina Zorn, haben wir dieses Projekt eben ins Leben gerufen. Morgen Abend zeigen wir in Badias unseren Film, den hatten wir mal auf 360 Grad gedreht für einen Black Cube, den wir eine Woche lang im Berliner Hauptbahnhof stehen hatten im Juni. Da hatten wir so 70 Gäste pro Tag, da gingen 16 Minuten und der Animateur, der davor stand, der hat immer alle reingezogen und meinte dann zu uns, die gehen da auch 16 Minuten rein, die kommen nicht raus. Wir hatten irgendwie gehofft, dass noch ein paar mehr Leute reingehen, aber das ging immer nur von 9 bis irgendwie 18 Uhr und dann gingen eben nur immer 70 rein. Genau, diesen Film zeigen wir morgen nochmal. Cool. Machen ein Dinner, ein Event, eine Party. Wer kommen möchte morgen Abend, es gibt noch Karten. Genau, aber die kosten was, ne? Muss man sich da die Karten ja, kosten komm, was. Müssen wir jetzt mal sagen. Die kosten was, können Sie auf www.heuteschreibeich.de käuflich erwerben. Aber wir machen danach auch noch eine Party. Es gibt eine Abendkasse, also wer Lust hat, ich lege auf, kommt vorbei. Okay. Badias. Im schönen Café in Frankfurt. Okay, und jetzt hast du die Spendierhosen an und du hast eine ganze Reihe von Namen. Ich habe eine ganze Reihe von Namen und vor allem ein ganz großes logistisches Problem, habe ich gerade gemerkt. Ja, kann ich dir dabei irgendwie helfen? Na, ich werde jetzt erstmal Laudatio halten, dann werde ich das umdrehen und dann werde ich einfach die Karten, ich weiß nicht, muss ich mir jemand abnehmen. Soll ich also, Mikro? Ich kann Mikroständer oder Karten bleiben. Ich mache erstmal so und dann kann, wie du magst. Also, liebes Publikum im Saal, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, wie glücklich, wie beglückt. Wenn Sie in meine Hirnwindung schauen könnten, die hüpfen und jubeln, denn ich war wieder im Kino. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie oft ich im Kino war, seit die wieder offen sind. Und ehrlich gesagt, der beste, größte, geilste, gebogene oder gerade Fernseher kann mir gestohlen bleiben. Ich wollte wieder raus. Kino ist einfach anders. Es ist wirklich einfach anders. Das erste Date, der Mädelsabend, der neue Blockbuster oder der Gewinner des Hessischen Filmpreises. Ich will einfach die große Leinwand. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären gerade zu Hause und nicht hier live im Saal. Das wäre doch doof, oder? Also.
sagen wir mal ehrlich. Ich will gerade noch ein Eis ergattern und darauf warten, dass es dunkel wird im Saal und der Film anfängt und uns entführt. Verführt dazu, für 2 Stunden oder mehr in eine andere Welt abzutauchen, einzutauchen, die Synapsen aufzumachen und Neues zu erfahren, erleben, fühlen, neue Lebenswelten zu entdecken. Vielen Dank, Herr Everin. Auch wenn da eine Popcorn-Tüte raschelt oder Nachos knarzen oder er hinter dir, ihr erklärt, warum Mike Myers immer noch lebt. Das kriegt man eben nur im Kino. Und deshalb ist es so wichtig, dass an so einem Abend wie heute auch die Kinos geehrt werden. Und vor allem die Menschen dahinter, die Monat für Monat tolle Programme für ihr Publikum zusammenstellen und die noch dazu diese schwierige Zeit überstehen mussten. Und sie zum Glück auch überstanden haben. Da sind wir sehr glücklich drüber alle, denke ich. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich Ihnen heute Abend die PreisträgerInnen in der Kategorie gewerbliche und nicht gewerbliche Kinos vorstellen darf. Und jetzt brauche ich entweder einen Mikrofonständer oder jemand muss mir diese Karten immer wegholen. Also die Gewinner in der Kategorie gewerbliche Kinos sind Orpheus Erben, Mal sehen Kino, Filmladen Kassel, Bali Kinos Kassel, Harmonie Frankfurt, Kino Traumstern, Programm Kino Rex, Kammerpalette Atelier Kapitol Filmkunst Theater Center, Lichtspielhaus Lauterbach, Kapitol Kino Witzhausen, Cinema Frankfurt. Die sollten alle auf die Bühne kommen, bitte jetzt. Vielen Dank. Die gewerblichen Kinos. Das waren die Gewerblichen, ja? Das waren die Gewerblichen, das sind die Gewinner in der Kategorie Gewerblichen Kinos. Hessischer Film- und Kinopreis 2021. So. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher, kommen Sie ruhig runter auf die Treppe. So, alle haben, glaube ich, einen Löwen in der Hand. Der ist, unten hat der so einen kleinen Schraubverschluss. Also wenn es anfängt zu klappern, wie bei so einer Spardose früher, kann man die wieder ein bisschen fester ziehen. Liebe Frau Klosmann, was bedeutet Ihnen denn der Kinopreis? Schönen guten Abend. Guten Abend. Der Kinopreis hat in diesem Jahr für mich und ich glaube meinen Kolleginnen und Kollegen geht es ähnlich, einen ganz besonderen Stellenwert. Er ist Anerkennung für uns, dass wir durchgehalten haben, die schweren vergangenen 1,5 Jahre. Und er ist auch Ansporn für uns für die Zukunft. Es ist so viel im Umbruch, so viel in unserer Branche verändert sich und so viel wird neu, dass wir Zuspruch und Unterstützung wirklich gebrauchen können. Ich bedanke mich im Namen auch aller meiner Kinokolleginnen und Kollegen für diese, sehr herzlich für diese Anerkennung. Dankeschön. Ja. Kommen Sie ruhig ein bisschen an. So, Jasna. Jetzt geht es weiter mit den Gewinnern in der Kategorie nicht gewerbliche Kinos. Los geht's. Das Eschborn K. Kommunales Kino, Murnau Filmtheater, Filmforum Höchst, Filmkreis Das Unikino in Darmstadt, Pupille e.V. Kino in der Uni, Kommunales Kino Weiterstadt, Naxos Kino, Traumkino im Café Trauma e.V., Kino des DFF Deutsches Filminstitut und Filmmuseum und die Caligari Filmbühne. Liebe Frau Imhoff vom Filmforum in Höchst, wie haben Sie es denn geschafft, durch diesen Wahnsinn durchzukommen? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Also erstmal herzlichen Dank für den Preis, den ich zwar noch nicht habe, aber der stellvertretend für mich hier alle anderen haben. Es kommt. Ich hatte eine ganz besondere Situation. Ich habe nämlich das Kino von meinem Vorgänger erst im Lockdown im Januar übernommen. Wow. Somit war es eine sehr schräge Situation, anzufangen mit einem Kino, was nicht da ist. Und ich habe das erste Mal gemerkt wieder, was mir fehlt, als ich die Berlinale-Filme alleine in
meinem Kino gesehen habe und gedacht habe, oh, das ist aber schade jetzt, dass ich hier alleine in Höchst sitze, anstatt auf der Berlinale und anstatt, dass alle anderen Menschen die Filme mitsehen können. Und von daher vielen Dank, Fritzi, wenn ich kurz an dich sagen darf, weil genau das wollte ich auch sagen, wie wichtig es ist, wie sehr wir doch alle die Filme auf der Leinwand sehen müssen. Und dann möchte ich deshalb ganz besonders danken, dass es so eine große Unterstützung letztendlich gab von der Branche, von verschiedenen Seiten, Film- und Kinobüro Hessen, der Bundesverband der kommunalen Kinos, wir Frankfurter Kinos jetzt auch, die wir uns in der Zeit getroffen haben, wir sind halt näher aneinander gerückt. Wir hatten tatsächlich Netzwerk. Wir haben uns dann doch online irgendwo getroffen. Und es gab halt sehr viel Unterstützung, um wieder ans Publikum ranzutreten. Mhm. Wir haben wahrscheinlich alle jetzt super Social Media gelernt und all diese Sachen und haben uns auch mal in Online-Plattformen versucht, auch da nochmal herzlichen Dank ans Ministerium für Wissenschaft, Entschuldigung, an die Hessen-Film, die tatsächlich auch gefördert hat, dass Kinos sich da erproben konnten. Aber letztendlich das einzig Wahre ist, dass jetzt wieder das Publikum zurück im Kino ist, dass wir jetzt schon ja, so ein paar Monate wieder Programm machen durften und tatsächlich die Menschen wieder da sind. Aber das war schon die größere Befürchtung, dass vielleicht wirklich alles abwandert ins Internet und keiner mehr ins Kino kommt. Aber nein, Kino soll bleiben und wir hoffen weiterhin auf große Unterstützung dafür, weil wir brauchen alle die große Leinwand und der Film. Dankeschön. Herzlichen Dank, Jasna Fritzi-Bauer. Dankeschön. Und das war er, der 21. Hessische Film- und Kinopreis. Herr Everin, haben wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin bei diesem coolen Gewinnspiel? Das, wenn man das wüsste. Wir können mal da hochschauen. Wenn es ihn jetzt noch nicht gibt, dann wird er benachrichtigt, wenn es ihn gibt. Das sieht nicht so aus. Das heißt aber, wir ziehen ihn noch und wir sehen ihn ja dann nächstes Jahr, 2022, kommt er mit der Limousine vorgefahren aus dem Hotel mit, keine Ahnung, also ich meine, wir wissen es noch nicht. Wir bitten auf jeden Fall alle Gewinner und Gewinnerinnen des heutigen Abends, alle Laudatoren, liebe Ministerin Thien, Onaran, alle nochmal bitte auf die Bühne für unser Abschlussfoto. Tom Sommerlatte, Herr Dr. Sitte, kommen Sie alle auf die Bühne, Jens Harzer, alle Gewinner, herzlichen Dank. Wir bedanken uns auch. Herzlichen Dank an Rainer Everin, das war der Hessische Filmpreis. Dankeschön, bis zum nächsten Jahr. Und gehen Sie ins Kino! Ich hole mal.